So, und damit ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir Matrix-Move-technisch abgehauen vor der Zombie-Horde. Und wir sind irgendwie von hier oben, wenn ich mich nicht ganz täusche, hier runtergerutscht. Was mich jetzt ein bisschen wieder verwundert ist, da oben ist Ruhe. Da war gerade eben noch voll viel Action. Okay. Soll uns aber auch erstmal nicht stören. Nice. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier irgendwas interessant. Die Klauen der Horde. Interessanten Sachen hier finden. Und wie wir sehen, sehen wir. Oh ja, nichts. Oh doch. Wie war das? Genau. So und so. Dann heilen wir uns mal Stück für Stück für Stück nach oben. Kann ich mit diesem Boot eventuell einfach abhauen? Das wäre schon geil. Ich kann das Boot nicht betreten. Aber hier ist noch eine grüne Flüssigkeit. Ich habe jetzt so viel grüne Flüssigkeit, ich würde jetzt liebend gerne mal ein paar Stats aktualisieren. Das heißt, ich bräuchte einen Spiegel. Wenn ich das richtig sehe. Aber, wie wir sehen, sehen wir keinen Spiegel. Gehen wir erstmal weiter. Da war ein Rabe. Und hier liegen ein paar Leichen. Und ich höre auch ein paar Leichen. Ich eigentlich jetzt. Achso, ich muss die verbrennen. Aha. Deswegen haben wir auch Streichhölzer gerade gefunden. Weil ansonsten kommen wir nicht dran vorbei. Leider haben sie nichts liegen lassen an Zeugs. So, dann lass uns doch mal schauen. Ja. Also in solchen Horrorspielen mag ich es nicht, wenn die Türen einfach von selber aufgehen oder sich selber schließen. Das bedeutet meistens, da passiert was. Also meistens die Devise. Okay, wie wir sehen, ist erstmal, scheint es ruhig zu sein. Das ist aber eher so eine trügerische Ruhe. Trügerisch? Das war laut. Hallo? Okay, es war anscheinend nicht so laut, dass Leute darauf aufmerksam geworden sind. Was mich meistens ein bisschen irritiert, sind solche, hier, weißt du, so Stofffetzen. Wisst ihr Stofffetzen? Stofffetzen. Meine Güte, ey. Ja. Meint ihr, er greift mich an? Ja, okay, ich brauche das Licht. Ich sag jetzt mal, ich hoffe nicht. Ich gehe mal dran vorbei. Weil er hängt ja. Ne? Und wenn er hängt. Und wir nehmen jetzt hier nochmal eine Spritze. Weil wir kriegen ja wieder eine neue. War völlig schwachsinnig, die Spritze zu nehmen. Aber ich habe leider keinen Platz mehr, um diese zu. Aber wenn ich jetzt jede Leiche verbrenne, dann ist doch kacke. Aber vielleicht lässt er ja was fallen. Wie Munition. Das war völlig sinnvoll, sinnfrei, warum wir ihn jetzt hier haben verbrennen lassen. Oh, eine Sichel. Kann ich die mitnehmen? Ja, sicher dort. Nicht. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Kann ich eigentlich durch Fenster hüpfen? Wollte ich schon immer mal wissen. Okay, ich kann nicht durchs Fenster hüpfen, aber ich kann zumindest das Fenster zerschlagen. Das ist ja auch mal nice to know. Was ist das denn für ein Ding da an der Wand? Also hier können wir uns versch... Da sind zwei so Dinger an der Wand.
Okay. Bombe. Bombe entschärfen. Nadel anhalten. Blau Erfolg, rot gleich fehlgeschlagen. Wenn du die Nadel innerhalb einer Umdrehung im blauen Bereich... Innerhalb einer Umdrehung? Innerhalb einer Umdrehung im blauen Bereich anhältst, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Okay. Ja, Reaktionsspiele. Ich liebe es. Okay, das war ja noch verhältnismäßig leicht. Das muss aber auch nichts heißen. Nur weil das jetzt für mich verhältnismäßig leicht war, dass das immer so leicht ist. Ich wage es mal ganz stark zu bezweifeln, dass die Geschwindigkeit immer so langsam ist. Moment, ich muss mal ganz kurz was umschalten. Danke. Und hier erstmal kurz was umstellen. Einen Moment. So. Dankeschön. Diese Melodie ist auch gar nicht belastend. Könnte ich diese eventuell ausschalten, wäre ich ein Freund von... Okay, wir gehen jetzt erstmal nicht durch die Tür, sondern wir gehen jetzt erstmal hier den Raum clearen, indem wir jetzt erstmal hier die Bombe clearen. War ich fast zu schnell. Und gucken jetzt erstmal hier oben, ob wir hier oben was finden. Also als erstes ist es schon mal gut zu wissen, dass wir hier oben alleine sind. Und jetzt ist auch die Melodie wieder weg, also die Musik. Ob wir jetzt nun wirklich so alleine sind, weiß ich noch nicht, weil... Oh Gott. Nein. Wer spricht da? Und ich sehe nichts. Okay, komm. Wir erkunden erstmal das Haus. Eins nach dem anderen. Das war mir jetzt gerade schon wieder... Also, es gibt Überlebende anscheinend. Jetzt ist die Frage, sind die uns gut gesonnen oder sind sie aggressiv as fuck? Wenn sie aggressiv sind, dann habe ich keinen Spaß. Oh, diese Melodie wieder. Und wenn sie freundlich sind, dann schon eher. Nimm. Sie ist weg. Kartenfragment 4. Oh, hier haben wir wieder eine Notiz. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Castellanos. Dezember 2004. Mein erster Tag als der Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist eine echte Krache. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Oh. Ist der kleine... Kleiner Casanova oder was? Aber das Gute ist, wenn ich jetzt hier rein kann, kann ich zumindest erstmal zwischenspeichern. Und... Mein Kopf. Wir können unsere Fähigkeiten ausbauen. Weil wir haben ja jetzt genug grüne Suppe gesammelt, um die Fähigkeiten weiter auszumerzen. Und vielleicht... Das ist die Tür immer zu. Und vielleicht können wir... Oder finden wir neue Hinweise. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist... Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Nö. Kann ich hier rein? Nö. Was kann ich mit diesem Spiegel machen? Da kann ich mich wahrscheinlich nur raus teleportieren. Gut, das wollen wir ja nicht. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Was? Was ist denn hier, was ich gebrauchen kann? Hier entlang, bitte. Oh, oh. Ma'am, gleich. Warten Sie ganz kurz. Ich muss ganz kurz gucken, was hier zu finden ist. Vermisst. Oscar. Ist der KCPD Officer Oscar Connelly auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden.
Das war doch der Typ, der am Anfang mit uns dahin gefahren ist. Also der Cop, der uns abgeholt hat. Hä? Wieso am Stadtrand? Er hat doch dann... diese neue Zeitschrift. Serienmorde gehen weiter. Serienmorde gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe von Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Serial Killings continues. Okay. Also, der Mord geht weiter. Wir speichern mal ganz kurz zwischen Madam. Was ich nicht kann. Okay. Dann folge ich Ihnen mal. Wohin Sie mich auch führen. Ma'am. Naja, das hörte sich aber an. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Und ich hier rein? Auch wenn da so ein... Wo führt sie uns hin? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist sie hingegangen? Nö. Lol, was war denn das gerade? Achso, das ist einfach nur dieses Schlüsselsymbol. Okay. Stimmt, wir haben ja in der zweiten Folge, ersten Folge, dritten Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, haben wir ja so eine Statue kaputt gemacht. Durch einen dummen Zufall. Und haben da drin einen Schlüssel gefunden. Jetzt wird uns vielleicht erklärt, wofür dieser Schlüssel zu gebrauchen ist. Detective Aha. Castellanos? Ja? Haben Sie so einen Schlüssel? Ja, habe ich. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Wow. Und welche? Ach, das ist egal. Ja, jetzt... Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Okay, du bist gar nicht gruselig als Krankenschwester. So, dann fangen wir mal oben links an, würde ich sagen. Wow. Hat sich richtig für mich gelohnt. So, kann ich jetzt hier wieder raus? Nein, ist zu. Das heißt, ich kann jetzt jedes Mal, wenn ich einen Schlüssel habe, kann ich mich jetzt hier hinten zu dir verkriechen und kann neue Sachen mitnehmen. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Hallo? Danke. Ich würde jetzt nämlich erstmal kurz gucken, dass ich mich aufbessere. Wir werden jetzt unsere Fähigkeiten mal ein bisschen weiter ausführen. Wie zum Beispiel das da. Werden wir machen. Jawohl. 5000. Aber muss ich mich... Also ist ja... 3900. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? So, nee. Wie viel kostet der? Oh, 5000. Leck mich fett. So, okay, wir haben das. Ja, die Schusswaffe werden wir wahrscheinlich weniger nutzen. Wir werden auf jeden Fall erstmal wieder Streichhölzer machen. Weil das ist das, was uns am meisten fehlt. Komm, die Streichhölzer, die ich... Ah, warte mal, nee, nein. Spritzen? Eigentlich auch nicht so verkehrt, davon 3 Stück zu haben. Und dann haben wir nochmal Streichhölzer. 10 Stück. Nice. So, dann haben wir noch 100. Ich finde, wir haben das eigentlich dann ganz gut aufgelöst. Das Schöne ist, ich müsste jetzt ja eigentlich wieder... Kann ich hier eigentlich durchgehen? Nein. Ich könnte ja auch abkürzen, wa? Aber nee... Lass mir das Spiel nicht zu. Da muss ich einmal außen rum gehen, damit ich dann hier hinten lang komme. Damit ich jetzt hier hinten an die Schließfächer komme. Damit ich diese hier mitnehmen kann. Wow.
eine. Aber wenigstens ist es cool, ich kann nur eine nehmen und die andere bleibt da oben drin. Das heißt, wenn ich wiederkomme, hoffe ich, bei dem nächsten Schlüssel, den wir dann finden, I hope so, dass wir da unser Medikit noch nehmen können. Also, dass es trotzdem noch da ist, als solches. So, okay, also, das heißt, wir haben jetzt gespeichert. Und gehen jetzt nochmal auf die nächste Erkundungstour. Kann ich die hier nehmen? Nee, kann ich nicht. So, hier unten war da noch eine Flasche. Genau, Flasche. Hier oben. Könnte ich hier eigentlich noch irgendwas kaputt machen? Das wäre schon geil, wenn wir jetzt hier noch einen Schlüssel finden würden, oder? Dann würde ich gleich mal das nächste Ding aufmachen. Aber wir haben nicht alles gefunden, wie ich gerade sehe. Jetzt würde ich ja natürlich wieder zurück und mich nochmal verbessern, ne? Also. Ah, scheiß drauf. Wir gehen jetzt erstmal wieder weiter suchen. Und gucken uns jetzt mal an, was wir hier so Feines noch finden. So, ziemlich leise sind wir nicht. Wir sind ein bisschen robuster und lauter. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja. Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ja? Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Ja... Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Du, ich könnte dir die Waffe auch geben, dann kannst du sie selber weglocken. Wenn du der Meinung bist, du bist besser da drinnen? Abscheuliches Ding. Was war das denn jetzt? Sie betätigen, damit ich durch kann. Oh nee. Oh nee. Er opfert sich. Er opfert sich. Sieht die gar nicht. Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Okay. Warum höre ich denn da so einen großen? Alter, das ist auch nochmal eine Power, die ist ja mal... Okay, 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 okay. Also hier können wir uns wieder verstecken. Okay, wir müssen uns erstmal jetzt... Der brüllt aber auch da unten rum, der Typ. Nein! Wenn man mal einmal die falsche Taste drückt.
lass mich doch durch. Hallo. Wiedersehen. Alter, du und dein Rennen, ey. Du hast eine Kondition wie ein Asthma-Anfälliger, wie ein 80-Jähriger. Ey, da läuft ja mein Opa schneller, Freundchen. Mal jetzt ganz ehrlich gesprochen. Ja! Wo kommt er denn her? Ja! Genau. Hallo. Nur darüber. Danke. Ist ja nicht so, als ob das jetzt hier so ein bisschen hektisch wird. Nein, nein, nein. So. Alter. Wo sind die jetzt alle hin? Haben die mich, verfolgen die mich nicht? Okay, ich bin anscheinend noch sehr stark geprägt von anderen Spielen, wo die Mistviecher einen dann extrem verfolgen. Lalalala, spring doch hier rauf und spring hier runter und kommen sie hier lang, alle beide. Ah, shit. Hier hoch. Lal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 a. Einmal kurz. Easy. So, wir klettern jetzt mal hier hoch. Da ist auch gar kein Monster drin. Nein, nein, nein. Alter, was brüllt denn hier so rum? Okay, Bruder. Du, ist geil. Der steht mal so ein bisschen auf Anketten und so. Danke. Ja, da geht's noch weiter höher. Du leck mir am Arsch, da ist noch eine Bombe. Bombe. Nice. Very nice. Oh, das artet ja jetzt hier ein bisschen so in irgendwas aus. Okay, hier ist nichts drin gewesen. Das kann ich nicht nehmen, aber dann nehmen wir uns einfach mal hier so ein Heilungskit. Damit wir da wieder voll sind. Oh, Munition! Außer 3 Schuss. Mit drei Schuss kann ich nicht viel machen, Freunde. Wirklich. Okay, also man kann auf jeden Fall anscheinend so ein bisschen mehr durchrennen. Das heißt, man braucht nicht ganz so sneaky-mäßig unterwegs sein, aber man sollte schon sneaky-technisch unterwegs sein. Hier ist noch ein Schlüssel. Cool. So, können wir hier oben noch irgendwas machen? Nein. Okay, dann kann ich hier nur runtergehen. Jetzt ist die Frage, da unten ist eine Kiste. Aber da ist auch das Mistviech. Das Mistviech ist aber eh nicht schwer. Was ja an sich erstmal nicht verkehrt ist. Das kann ich nicht. Könnte ich ihn denn quasi abschießen?
Lass mal probieren. Ja! Ja! Soll ich das nur öffnen? Ja, ja. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Munition alle? Das nur öffnen. Alter! Run, boy, run. Run, boy, run. Run, boy, run. Run, boy, run. Okay. Wir sind jetzt hier wieder hier oben. Weil wir es hier oben so schön finden. Und die Melodie gar nicht hektisch ist. Okay, hier kann ich nichts machen. Nice! Run, boy, run. Oh, oh. Run, boy, run. Nice. Oh, 4 Munition. Das ist ja super. Wir haben 4 Munition. Das kann ich auch nehmen. Achso, ich habe ja 10 Streichhölzer, habe ich ja, okay. Okay, komm, wir verbrennen den jetzt mal, in der Hoffnung, dass der uns eventuell hier was liegen lässt. Munition? Nein. Munition.
ist ja gar nicht. Die Musik ist überhaupt nicht laut und macht auch gar keine Panik. Wo ist der denn? Okay, da ist er hier wieder. Hello! Komm mal mit. Michael Myers. Weil ich bin der Meinung, auch wenn es jetzt super laut ist gerade und die Melodie hier wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Also Sneaky geht schon mal nicht mehr. Okay, lass mal das anders ausprobieren. Alter, ich brauche erstmal kurz eine Pause. Ja. Ich wurde erwartet. Oh, endlich mal ein bisschen durchatmen und die Musik. Das Spiel ist mega laut. So, jetzt können wir uns das mal hier aussehen. Jawohl. Hier haben wir noch was. 5000! Nice. Aber 5000, da setze ich mich doch glatt nochmal hin. Und lass jetzt nochmal hier ein paar Fähigkeiten besser werden. Ja? Lass uns doch mal gucken. Oder wie mein Ziel ist es. Wir werden jetzt Fähigkeiten noch weiter ausbauen. Jetzt ist die Frage, wir werden wahrscheinlich... Eigentlich müsste ich Nahkampf auf jeden Fall mal machen. Weil Nahkampf ist einfach mal... Ja, es ist nix. Also eigentlich müsste ich auch Sprintdauer machen. Ich glaube, Sprintdauer ist wichtiger als Nahkampf. 4 Sekunden. Die nächste Stufe ist bei 6000. Machen wir noch Schadensmultiplikator. Dann machen wir noch die Magazin-Update. Vom Revolver. Klar, ist flexibel. Bis zu 12 Schuss in einem Revolver. Nein. So, dann machen wir noch... Was machen wir denn noch? Spritzen machen wir dann nochmal? Nee, Spritzen geht nicht. Granaten habe ich kaum welche gehabt. Munition an sich. Munition ist eh Mangelware, aber wir werden trotzdem mal die Munition... So, währenddessen werden wir jetzt schon mal nachladen. Jawohl, 7 Stück. Habe ich jetzt meine Axt eigentlich fallen lassen? Nein, ich habe keine Axt mehr. Nein. Also, mein Ziel ist es, eigentlich den Typen, den wir jetzt da befreit haben, weil wir ja so dumm sind und einfach mal draufschießen auf irgendwelche Leute, die komisch röcheln, dass wir den nutzen, dass der uns versucht zu attackieren an dem Tor, damit er die Kette mit seiner Säge im besten Fall durchschneidet und wir das Tor irgendwie wieder nach oben bekommen, sodass wir flüchten können. Aber am besten so flüchten können, dass hinter uns das Tor sich wieder schließen lässt, sodass die anderen auch nicht da mehr durchkommen.
ob wir das schaffen oder auch nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Zero Sin. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Jokes time.